wir denn den Kleinkörper übereinander legen können, was wir brauchen. Jo, das geht ja gut los. Ich habe eine Stunde gepennt. Und dann dachte ich, ich müsste nach Flughafen Köln. Ich musste aber nach Düsseldorf. Das hat jetzt ganz gut geklappt. Es ist irgendwie 4 Uhr 30. Ein Abflug ist um 7.10 Uhr. Ihr wisst ja, ich konnte nicht einchecken online. Ich muss es jetzt hier machen und es ist eine große Schlange und es ist spannend und ich muss die Covid-Dokumente zeigen gleich. Fingers crossed. Flight 72282 DSS and Seilkap werden. We urgently ask all passengers to proceed to gate C36. So, ich hab's geschafft. Es ist, was haben wir denn? Noch nicht mal 6. Irgendwie vor 6, Viertel vor 6 oder so. Und es war tatsächlich nochmal spannend. Es war richtig aufregend. Ich setze mich hier nochmal so ein bisschen abseits. Ich bin eigentlich C57, da muss ich hin. Aber es war aufregend. Warum war es aufregend? Ich hole nochmal aus. Ich hatte es ja im Weekend-Update erzählt. Die ließen mich nicht online einchecken wegen Covid, wegen der Clown-Grippe. Konnte man nicht online einchecken. Man musste, man wurde aufgefordert von British Airways per E-Mail und von Virgin Atlantic seinen Status nachzuweisen. Und das geht nicht online. Nicht für uns, nicht für Deutsche. Man muss es hier zeigen, hieß es. Das heißt, ich konnte nicht einfach durchlaufen. Ich musste normal am Flughafen einchecken. Und das war eine Schlange, ihr habt es ja gesehen, von Düsseldorf nach Leverkusen. Eh schon, also erstmal ganz von vorne. Ich war bis 2 Uhr bei Big Mike und Jana, bin dann nach Hause, habe dann ein bisschen umgepackt. Mikrofone, wir hatten ja noch aufgenommen. Mikrofone, Laptop und so weiter, Kabel, bla. Dann war es kurz nach, Viertel nach 2, dann bin ich ins Bett. Hab original tatsächlich eine Stunde gepennt, fiel aus dem Bett, guck aufs Horn, ich so, ja, ist ja Köln, ne? Was wohl nicht Köln war? Genau, Bleifuß nach Düsseldorf, alles problemlos. Carsharing, Karre abgegeben und dann British Airways Schalter gefunden. Schlange von hier bis Leverkusen angestellt. Es hat 100 Jahre gedauert, also wirklich sehr, sehr lange. Und ich habe alles dabei. Ja, European Union, Covid, ja hi, ja moin, ob der wohl unauffällig guckt, was ich mache. So, jedenfalls, was ich vergessen habe, also so doof bin ich ja nicht, ich habe nachgeguckt, ob es noch gültig ist, aber ich hatte mein Ester nicht dabei, mein Ester-Visum. Und ich hatte das irgendwann mal nachgeguckt, ob das noch gilt. Und ich so, sweet baby Jesus, brauche ich das? Also muss ich das hier zeigen? Original komme ich dran und die sagt sofort, Esser her. Und ich so, yo, wie kriege ich denn das jetzt raus? Und dann habe ich in meinen E-Mails geguckt, in meinen uralten E-Mails, in meinem Ordner, der 3 Jahre alt ist, habe ich nochmal meine ESTA-Statusnummer gefunden und mit Passportnummer konnte ich das nochmal abrufen und siehe da, es ist gültig bis April. Da ist mir wirklich kurz nochmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich es gezeigt und ich so, ja hier, Covid, ne? Zeigt das so auch? Sagt die Alte so, nee, das muss ich nicht sehen. Ich so, wie, das müssen Sie nicht sehen? Die so, das ist für die Amerikaner. Ich so, Moment mal, nee, die Amerikaner interessiert das gar nicht. Die Airlines sind die einzigen, die es noch sehen wollen. Virgin und sie. Ich habe E-Mails von dir gekriegt, Baby. Die so, bitte was? Was geht denn da? Das ist ja total behindert. Die so, nein, interessiert mich nicht. Will ich nicht sehen. Die hat noch nicht mal drauf geguckt. Und hat mich durchgewunken. Mit anderen Worten, es ist ein einziger Hoax, Scam, was ist es? Eine einzige Panikmache. Was ja okay wäre,
wenn man sich trotzdem online einchecken könnte. Aber das geht ja nicht. Deswegen. Aber es interessiert niemanden. Das war jetzt hier gerade die Situation. Immerhin, Abflug ist um 7.10 Uhr. Jetzt ist es 6.30 Uhr ist Boarding. Ich glaube, wir haben 10 vor 6 oder so. 6.30 Uhr ist Boarding. Und immerhin haben wir das jetzt geschafft. Ich bin jetzt hier, weil Security Check war ganz unkompliziert. Habe ich so auch noch nicht erlebt in Deutschland. Hat 10 Minuten gedauert. Hä? Was ist das für ein Timeline-Shift? Genau, das haben wir jetzt gemacht. Ich bin drin. Kaffeeschlange auch exorbitant. Gar kein Bock. Ja. Ich habe Boardingpässe ausgedruckt gekriegt. Für London umsteigen mit Virgin und so weiter. Also im Prinzip Miami coming up. 2 Stunden Umsteigezeit in London. Dann Virgin Atlantic. Und dann bin ich da. Also eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Wie geil ist es? So, ich habe mir jetzt doch noch was gegönnt. Make more. Und die Dame, die mich bedient hat, die hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Da habe ich mir auch gedacht, das ist nichts. Hier dieses Arbeiten am Flughafen und Kaffee ausschenken. Ich sag mal, in der Höhle wäre besser. Sagen wir es mal so. Was ich übrigens empfehlen kann für lange Flüge sind die Schuhe von Solowear, die Dealer Boots. Diese hier. Kann man wie so ein paar Schlappen immer an- und ausziehen. Und ständig muss man ja die Schuhe an- und ausziehen. Bei irgendwelchen Security Checks. Und vor allen Dingen kann man die auch im Flugzeug dann kurz mal an- und ausziehen. Ohne große Aktion. Also, das sind Überlebenshilfe-Tipps für die große weite Welt. Und gleich Boarding. Bis später. Nochmal zu der Dame, die mir den Kaffee verkauft hat. Also es waren 2 Schlangen da und bei ihr war gar nichts los und bei anderen war viel los. Und dann meinte sie, es sollen doch auch Leute zu ihr rüberkommen. Dann bin ich zu ihr rübergekommen und dann hat sie gesagt, das geht nicht. Und dann bin ich sofort auf 180 gewesen und dann hat sie sofort angefangen zu zittern und fast zu weinen. Und dann war ich sehr behutsam und dann haben wir uns wieder vertragen. Aber das war, es stand kurz auf der Kippe. Es stand für beide kurz auf der Kippe. London. So, London, Connection nach Miami geht in einer Stunde und ich muss zu Terminal 3. Läuft. Boah, das
das war jetzt echt nochmal spannend. Die Busfahrt zum anderen Terminal, Terminal 3, war ultra lange. Wie riesig ist dieser Flughafen? London, Heathrow. Und dann habe ich schon mal ein neues Boarding-Ticket gekriegt. Das hat auch gedauert. Aufregend. Aber scheint alles zu klappen. Nur ich glaube, die Neujahrsfolge kriege ich hier nicht mehr fertig. Erst später, heute Abend in Miami. So, Gate 16. Flughäfen haben ja was, ne? Also früher habe ich mir hier mal schön einen reingestellt. Jetzt würde ich einen Kaffee nehmen, mal sehen. Mal sehen, ob ich das gleich noch schaffe. Ich schicke erstmal meinen Kram da ab, Gate 16. Und dann versuche ich auch noch mal schnelles Internet zu kriegen mit dem Laptop. Und wer weiß, vielleicht kriege ich die Folge ja noch fertig. Ich glaube nicht, aber let's find out. Und wie gesagt, ey, Saufen am Flughafen früher war das Beste. Bin ich froh, dass ich davon weg bin. Ey, schon verkatert in Miami ankommen, Horror. Und die Kohle, die man dabei ausgibt. Aber trotzdem, war nicht alles schlecht. Sagen wir es mal so. Alles zu seiner Zeit. Weil ich gelabert habe, einfach mal zu weit gelaufen. Hier geht's lang. Ich habe eine Idee. Ich hole mir irgend so ein ultra teures Make More Business Paket im Flieger und dann arbeite ich im Flugzeug. Geil ist es, oder? Also, Folge kommt. Da hole ich mir gleich noch was. Ja, die lieben wir natürlich. Ich glaube, hier geht es gleich los. Geht gleich los. Und ich glaube, ich habe es geschafft. Also ich glaube, was soll schon schief gehen noch? Also ich meine, Einreise in Florida, easy, oder? Und hier, ich habe die Boardingkarte, ich bin drin, ich bin all set. We did it, boys. So, ich bin drin. Läuft. Niemand wollte den Impfstatus sehen. Niemand. Außer, dass man nicht online einchecken darf. Es ist eine komplett krasse Freedom Trap aus der Matrix. Unnormal. G. No way. Which side is G? So G's on this center on the aisle. Thank you, ma'am. Ma'am? Hey. Hey. Sorry mal, wie freundlich sind eigentlich ältere Herrschaften, ältere Engländer? Das ist ja der Hammer. Die alle sehr, sehr freundlich. Und solche Gentlemen. Elderly Couple. Den habe ich gerade geholfen, die Sachen oben rein zu tun. Schön. Die Stimmung hier ist jetzt am Gang. Das mag ich immer sehr gerne. Und dann, Tasche ist schon oben drin. Jo, der Adler ist gelandet. Jetzt muss ich noch einreisen.
Also, hier waren wir ja schon. Yes, sure. Thank you. Das war original das unkomplizierteste Mal ever. So schnell war ich noch nie drin. Wow. So, und wie schön ist es, mit Handgepäck einfach rausgehen. Jetzt besorge ich mir noch eine Karte. Boah, ich war so verkatert im Flugzeug, also ohne gesoffen zu haben. Mir ging es so schlecht, ich hatte gar keinen Bock mehr, ob es mir wohl jetzt gut geht. Jetzt hole ich eine Telefonkarte und das Auto bei Alamo Car Rental. Gab natürlich auch noch so ein paar Ereignisse mit den Leuten da im Flugzeug, aber hab ich jetzt keinen Bock drauf. Mach ich, glaube ich, mal im Podcast. Ich bin nur noch platt. Ich hole jetzt die Karre. Ich hole die Karte, die Karre und dann Sandwich. Chicken Sandwich. Spicy Chicken Sandwich von Popeyes. Und da geht's lang. Und zwei Erdnussriegel von Payday. Wasser, Coke Zero und dann ciao. Was noch? Das war's. Dann zum Airbnb. Jetzt geht's zu den Car Rentals. Ich glaube, sie hat auch noch. Ich glaube, sie hat auch noch Karten. Die kenne ich doch noch. Oh, ich habe die Karte und dann holen wir jetzt mal das Auto, ne? Also Flug war echt anstrengend. Boah, ich hatte am Ende so, als ob ich einen Kater hätte. Kopfschmerzen, irgendwie Nachdurst, keine Ahnung. Und ich habe echt auch schon wieder fast die Krise gekriegt, ihr kennt's ja. Die Leute sind ja zu dumm, einen nicht zu berühren. Selbst wenn ich denen schon die Lehne lasse, so. Und ich wurde wirklich am laufenden Band berührt von Leuten, von allen Seiten. Und das war für mich sehr, sehr anstrengend. Und es geht mir absolut nicht in den Kopf rein. Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Ich berühre niemanden und alle berühren mich. Was geht? Da gab es noch so ein älteres Ehepaar war neben mir. Links, beide. Und die alte Dame hat mich schon berührt. Und natürlich alle, die am Gang lang gegangen sind. Jeder ist auf mich drauf gestolpert. Im Minutentakt ging das. Der Typ, ihr Typ, eigentlich waren die sehr freundliche, britische Menschen. Ey, weckt er mich auf einmal auf, weil ich schnarche. Wisst ihr, was der dann gemacht hat? Ob der wohl auch geschnarcht hat? Und dann haben die sich ja schön gegönnt. Ja, genau, dann hat sich noch ein Jackie Cola über den Schoß gekippt und dann habe ich mir noch einen kompletten vollen Kaffee über den Schoß gekippt. Das waren so die Highlights. Aber ich schwöre, mir geht es wieder gut, die Luft hier. Ich glaube, es sind 27 Grad. I'm living the life. Ist einfach so. Das wird jetzt nochmal das beste Jahr meines Lebens. Falls ihr es noch nicht wisst, Englisch spricht hier niemand. Yo. Ich hab die Karre. Jetzt wird ernst, ne? Rental Car Pickup, Level 1, Alamo. Yo, mein erster Dodge und dann auch noch lila.
So, ich bin zurück. Es ist richtig heiß. Es ist richtig geil hier. Was soll ich sagen? Ist das schön, Alter? Ist das schön? Freiheit. So, jetzt Publix und dann Popeyes. Sowas lieb ich, ja. Ich will eigentlich nur Getränke und Payday. Sehen, ob es auch Dosen gibt. Ich weiß ja noch wo. Da. Sowas hier. Da sind sie. Zwei Stück. Gelb. FYI, es werden grundsätzlich so viele Plastiktüten rausgegeben wie möglich. Das ist Zivilisation, Leute. So, jetzt Popeyes und dann mach ich Feierabend. Southwest One. Wir brauchen Southwest One. Diese zivilisatorischen Errungenschaften habe ich mich mit am allermeisten gefreut. Ich schwöre. Jawohl, Alter. Ich habe richtig Hunger. Ich esse das jetzt. Und dann penne ich eine Runde. Und dann wird gechillt. Wir sehen uns.